Hallo, Bert. Tag, Ernie. Tag. Was machst du, Bert? Wie? Ach so, ich wollte gerade anfangen, mein neues Buch zu lesen. Meuterei im Taubenschlag. Aha. Ja, es war hier so wunderschön ruhig. Da dachte ich, das ist der richtige Moment zum Lesen. Doch, ich weiß genau, was du meinst, Bert. Ja, man kann gut lesen, wenn es um einen herum still ist. Ja. Du liest nicht gern, wenn es laut ist, stimmt's? Nein. Liest sich schlecht, wenn es laut ist, nicht wahr, Bert? Ja. Ja. Besser, es ist schön still, wenn man liest. Da kann man sich besser konzentrieren. Ja. Weißt du was, Bert? Ich sag dir was. Deshalb ist es in Bibliotheken auch immer so schön leise. Weißt du warum? Dann kann man sich konzentrieren. Aha. Vielen Dank für die Information. Ja. Und weißt du, was das Schlimmste ist, was einem passieren kann? Das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man liest und irgendwo ein Hund ganz laut bellt. So etwa. Oder so. Schön. Ja. Vielen Dank für die anschauliche Vorführung. Es ist wirklich schwer, dabei zu lesen. Und weißt du, was noch beim Lesen stört, Bert? Nein. Ganz klar. Wenn man den lauten Ton einer Autohupe hört, die einfach nicht aufhört zu hupen. Immer wenn man lesen will, macht es... Oder so. Sehr schwierig, dabei zu lesen. Und weißt du noch was? Weißt du, was wirklich gemein ist? Gemein ist, wenn man in Ruhe lesen will und plötzlich hört man den lauten Ton einer Feuerwehrsirene. Tati, tata, tati, tata, tati, tata. Jetzt reicht's mir aber. Hör auf damit. Genug jetzt. Hör sofort auf damit. Das hält doch kein Mensch aus. Du machst einen so schrecklichen Lärm. Ja, dass ich dabei nicht lesen kann. Oh, was du nicht sagst. Entschuldige, Bert. Ab jetzt werde ich ganz still sein und du kannst ungestört weiterlesen. Danke. Klar. Ja doch. Ich werde kein Wort mehr sagen. Ich setze mich hier still hin und höre ein bisschen Rock'n'Roll-Musik. Halt, warte. Rock'n'Roll? Nein. Rock'n'Roll ist laut. Rock'n'Roll ist sogar sehr laut. Laut, ja. Mach dir deswegen keine Sorgen, Bert. Ich höre meine Rock'n'Roll-Musik nämlich mit diesem Kopfhörer. Dann ist die Musik zwar sehr laut für mich, aber für dich ist sie dann ganz, ganz leise. So, mach du nur weiter, mein Kumpel Bert, und lies dein Buch. Kopfhörer, gut. Wenn er Kopfhörer nimmt, dann ist es hier wieder still und ich kann endlich weitermachen und in Ruhe in meinem Buch lesen. Ja. Ernie, hör mal. Ernie. Du summst und trommelst. Psst, Bert, wenn du so laut schreist, höre ich überhaupt nicht mehr die Musik. Ernie.